Bock auf GC Mountains? Ihr kriegt ein GC Mountains. Moin Moin und herzlich willkommen zur GC Mountains Folge. Ich habe wieder keinen blassen Dunst, Leute. Ihr seht es wahrscheinlich in der Beschreibung. Ich habe gerade das Video schon ein paar Mal gedreht und mir fällt es gerade auf. Jedes Mal, wenn ich dann kurz die ersten zwei Minuten vor der Kamera stehe, dass ich immer an mir rumfummeln muss. Das heißt immer irgendwie, dass ich bin ein bisschen nervös. Hört, der Uschi forscht nach, Jugend forscht. So, auf jeden Fall habe ich mir meinen Zettel genommen. Normalerweise versuche ich es mal einigermaßen spontan zu machen, aber gerade eben hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich saß draußen im Freien und habe ein bisschen versucht zu quatschen und es hat überhaupt gar nicht funktioniert. Das war sowas von mega boring und ich dachte, normalerweise sitze ich immer und heute stehe ich mal. Auch nicht in der Scheune, dadurch, dass mein Schwager gerade unseren neuen fahrbaren Rasenmäher bastelt. Ihr müsst euch überlegen, wir wohnen ja hier quasi auf dem Dorf in Eimke. Das ist in der Nähe von Wolfsburg. So circa 20 Kilometer entfernt. So circa. Und wir wohnen hier quasi in einem alten Bauernhaus. Manchmal denke ich, das Ding bricht bald zusammen. Und wir haben ungefähr 2.500 Quadratmeter Rasenfläche. Und der Vermieter hat uns quasi irgendwann mal so einen schiebbaren Rasenmäher gegeben, so einen normalen Rasenmäher. Und da hast du Ewigkeiten gebraucht. Da haben wir, das erste Mal, wo wir es komplett durchgezogen haben, haben wir, glaube ich, das ganze Wochenende Rasen gemäht, sogar auf den Sonntag. Total bescheuert. So, ich habe mir, wie gesagt, ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich hier auch einen guten Redefluss habe. Fangen wir einfach mal an. Mit was fange ich denn an? So, wir fangen am besten mit den News an. Wie ihr wisst, die News, die kommen mir auch ganz gut an. Freut mich, Leute, dass es euch gefällt. Jetzt gibt es aber eine kleine Planänderung, Leute. Nämlich, es war ja eigentlich so gedacht, dass jeden Sonntag der Sanja es einmal macht und darauf den Sonntag ich das mache. Jetzt haben wir es aber so geklärt, dadurch, dass wir gestern das Maul hatten und hatten wir ein bisschen Zeit. Da waren wir hier drüben in Luther, haben Eis hingeschleckt. War auch zu geil. Ich bestelle mir so eine schöne Roshi-Tüte, so ein riesen dickes Ding. Und der Sani sagte, ich brauche nur ein Eis, ich brauche nur eine Kugel. Geht denn? Ja, ich hätte gerne eine Kokoswaffe mit einer Kugel Eis. Und er fragte, welche Kugel? Er sagte, der Tiramisu. Sagt er, nur Tiramisu? Sagt er, ja. Und der Typ haut mir erstmal ein paar Kugeln drauf und sagt, ja, 2,70. Der guckte, was ist denn hier los? Ja, so kann man natürlich auch Geld machen. Der Sani hat gedacht, bevor er Stress macht wegen einer Kugel, die ich eigentlich nur haben wollte, kriegt dennoch drei. Aber vielleicht sieht er einfach ein bisschen unternährt aus und er wollte ihn halt ein bisschen füttern. Kann ja auch mal vorkommen, ne Leute? So, auf jeden Fall haben wir dann überlegt. Er sagte, er hätte gerne noch eine Rubrik. Das hat er mir schon ein paar Mal gesagt, die er gerne füttern möchte. Also er hätte gerne eine Rubrik, wo er dann halt dauerhaft was machen kann. Weil er hat ja dieses, muss ich gerade überlegen, wie seine Rubrik eigentlich heißt. Sannis kleine Horror-Ecke, glaube ich. Genau. Und er sagte zu mir halt, es ist halt mal schwierig, da halt immer Content rauszufinden und sagt, das interessiert wahrscheinlich auch Leuten nicht, wenn er irgendwelche alten Scheiß spielt und um immer neue Horrorspiele rauszufinden, ist auch nicht immer ziemlich leicht. Ja, also haben wir uns darauf geeinigt, was mir am Endeffekt doch besser gefällt. Jetzt ist quasi News komplett in seiner Hand. Das heißt, ihr werdet höchstens mal, wenn er nicht kann oder so, werdet ihr mich mal sonntags sehen bei den News. Sonst wird das jetzt nur noch er machen. Also die bleiben jetzt komplett bei Ihnen in der Hand. Finde ich auch gar nicht so verkehrt, dadurch, dass ich ja hier bei den GC mal unter uns ab und zu News behandle und darüber quatsche, kann ich das weiterhin immer noch tun. Und wenn wir gerade hier sind bei GC mal unter uns, habe ich mir auch überlegt, ich gucke kurz nach, ja, das hatte ich schon mal, oder wir haben es damals schon versucht, Anfang unserer YouTube-Laufbahn, so Frage-Antwort-Zeug zu machen. Jetzt habe ich mir überlegt, jetzt haben wir ja schon ein paar mehr Abonnenten, jetzt macht das vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn. Ihr könnt mir natürlich gerne Kommentare schreiben oder Fragen stellen, die ich dann quasi im nächsten GC Mountains beantworte. Würde mich freuen, wenn euch da ein paar Fragen einfallen würden. Gibt es ja genug Fragen, die man einstellen kann. Wie machst du deine Haare? Wie rasierst du deinen sexy Bart? Wie zupfst du deine Augenbrauen? Gar nicht. Wo kaufst du deine Klamotten? Ich meine, die Fragen könnte ich alle verstehen. Ihr könnt mir natürlich auch, was mir noch viel lieber ist, Fragen über das Gaming stellen oder wie ich dazu gekommen bin und was ich früher so gemacht habe und. Ne? Und lieber Nerdy Gamer, ich trinke kein Bier, wenn ich Videos drehe. Nur, dass du da Bescheid weißt. Ich besauf mich hier nicht.
Das wäre ja total sinnfrei. Ne? Das mache ich danach. Und nämlich kein Bier vor vier. Ne? Falls, ne? Aber wenn ich kommst du mal rum, dann trinken wir ein Bierchen zusammen. Was hältst du denn davon? Ich weiß ja gar nicht, wo du wohnst. So, ja, dann kann ich ja gleich weiter überschwingen zu Kommentaren. Ich möchte mich hier an, von hier aus nochmal herzlich bedanken an vielen Leuten, die uns immer regelmäßig Kommentare schreiben. Was mir auch am meisten gefällt. Ich meine, ein Däumchen hoch ist immer klasse. Abonnenten sind auch immer toll, wenn welche dazukommen. Aber Kommentare sind das, was mir am wichtigsten sind. Wenn ich dann lese, super Video oder habt ihr euch Mühe gegeben, finde ich toll, super Infos. Und da gibt es dann halt unsere sehr guten Abonnenten, zum Beispiel der Rocco. Der schreibt regelmäßig unter den Videos, was ich super geil finde. Ich merke gerade, ich muss pinkeln. Deswegen bin ich auch gerade voll nervös. Ich hätte nicht so viel Kaffee saufen sollen vorher. Der schreibt immer regelmäßig. Vielen Dank, Rocco, dass du das machst. Freut mich sehr. Und auch der Alex W. Ich nenne dich jetzt nur noch Alex W., weil ich immer Angst habe, dass ich deinen Nachnamen falsch ausspreche. Wuschalt. Wie auch immer. Alex W., auch an dir. Herzlichen Dank. Und auch natürlich an den ganzen YouTuber, die immer schreiben. Wie der ProNoob2K, das ist auch ein super Typ. Falls ihr nicht kennt, ich werde ihn hier mal unten verlinken. Ein ganz netter Typ. Der hat, ich weiß auch nicht, manchmal ist der einfach Typ, der ist der Typ einfach zu lachen. Also der macht nichts, aber ich muss trotzdem lachen. Kevin, falls du das siehst, nimm das nicht böse, aber ich find's cool. Also da hast du eine Ausstrahlung, wenn ich dich sehe, so, na, kriege ich schon gute Laune und dann, wenn du Quatsch, mach weiter so. War ich denn schon soweit fertig mit Kommentaren? Ich bin mir gerade unsicher. Ja, dann egal. Vielleicht fällt mir ja danach noch was ein. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Da. Ja. Ich kann dann gleich mal zurück zum Nerdy Gamer kommen. Ist ein ziemlich neuer Kanal. Normalerweise gucke ich mir mal Kanäle immer erstmal ein bisschen länger an, bevor ich jemanden abonniere, weil ich denke, so Kanäle, die sich bei YouTube breit machen, die sollten sich schon auch ein bisschen bewährt machen, bevor ich da irgendwie was mache. Aber er hat einfach durch seine Stimme und seine Art, den hat man noch nicht gesehen, den Kollegen Schnürschuh. Aber er hat eine sehr sympathische Stimme. Ich bin nicht schwul, ich habe eine Freundin. Nur, dass du keine Hoffnung machst, mein Freund. Habe ich ihn abonniert. Der ist ein ganz netter Typ, der hat bis jetzt zwei, drei Unboxings gemacht, ein paar Collectors, nee Quatsch, was riechen da, ein paar Sammlungsvideos gemacht von seinen Sammlungen. Das Problem ist nur, dass der entweder hat eine zittrige Hand und er hat kein Stativ. Und das schon seit Wochen. Er hat schon, glaube ich, im ersten Video gesagt, er hat sich ein Stativ bestellt. Wahrscheinlich schnitzt er sich das selbst. Oh, du schnitzt es dir selbst. Ich kann dich ansprechen von hier aus und guckst deine Videos. Keine Ahnung, was der macht. Und der hat eine... Wahrscheinlich solltest du ein bisschen mehr Bier trinken, damit du nicht so dolle wackelst, mein Freund. Wäre vielleicht eine Idee, ne? So, wenn ich schon bei... war ich nicht stehen geblieben? Siehst du, ich hatte eigentlich keine so eine richtig geile Überleitung. Jetzt habe ich sie wieder verpasst. Weil ich einfach zu viel quatsche ab und zu. Ja. Ich gucke einfach mal kurz drauf. So, ja, genau. Zum Glück habe ich diesen verfluchten Zettel gemacht, ehrlich. Collection. Ich habe überlegt, ob ich nicht auch mal zeige, was ich so habe. Und ich habe im Endeffekt ziemlich viel Scheiße. Problem ist nur nicht hier komplett. Da muss ich meinen lieben Bruder Herz mal ansprechen. Der ist aber gerade jüngst Vater geworden. Und sein Gaming-Zimmer quasi hat er umbauen müssen für seinen Sohnemann. Verständlicherweise. Nun ist das ganze Zeug und diese Vitrine, wo das alles drin war und die ganzen Spiele, ist jetzt nach unten gelandet. Ich weiß es ganz genau, weil ich den Scheiß runterschleppen musste. Und mein Bruder so clever war und hat das Zeug nicht rausgeräumt. Das heißt, wir haben diesen riesen Schrank mit haufenweisen Spielen von ganz oben, ganz unten in den Keller geschleppt. Ja, habe ich fast einen Herzklappwasser gekriegt, alter Schwede. Und da werde ich immer anhauen, ob es nicht möglich ist, dass ich da mal rumkomme auf den Meter. Ich wollte das schon immer mal machen. Total bescheuert. Ob ich da nicht mal ein Video drehen kann bei ihm. Und auch, wir haben so einen schönen Arcade-Automaten gebaut, naja, größtenteils er. Das Ding ist geil, das werde ich mal versuchen zu filmen und die ganzen Konsolen. Ich habe ja auch noch einiges an Konsolen stehen und an Bullshit, muss ich mal gucken, was ich da noch so habe. Und dann werde ich da so ein bisschen zusammensteigen, das, was ich hier habe und das, was ich mit meinem Bruder zusammen bei ihm habe. Wird bestimmt sehr lustig und informativ und sehr lang wahrscheinlich, weil das ist echt haufenweise Scheiße. Echt übel. Da muss ich ihn halt mal anfragen, ob ich das nicht mal irgendwo sogar demnächst machen kann.
habe ja da und da frei. Muss ich mal gucken, dann schaffe ich das schon. Und ist euch aufgefallen? Das sehe ich auch selber bei anderen YouTubern. Wenn die ein Video drehen und am Quatschen sind, dass sie irgendwann aufstoßen. Sei es oder auch gerade schon wieder. Man denke mal, man redet so schnell, dass man so viel Luft. Solange sich hinten rauskommt, sei es okay. So, was habe ich noch? Was habe ich noch? Was habe ich noch? Was habe ich erzählt? Habe ich das schon erzählt? Nee, habe ich noch nicht. Das ist gerade verwirrend, weil ich gerade schon versucht habe, zweimal das Video aufzunehmen. Entschuldige mich, wenn das jetzt doppelt vorkommt. Mir ist so eine Sache, ich habe das schon mal erwähnt, das ist echt merkwürdig. Ich meine, ich heule jetzt nicht rum. Das würde ich mir niemals wagen, Leute. Ich würde jetzt niemals anfangen rumzuheulen wegen YouTube. Aber es ist schon dennoch ein bisschen merkwürdig. Das Phänomen der Klickzahl und Mainstream-Sachen. Ich habe jetzt, glaube ich, letzten Sonntag haben wir, glaube ich, ich bin mir nicht komplett sicher, aber ich glaube, wir haben fast 3 Videos hochgeladen an einem Sonntag. Das lag daran, da wir, ich hole es mal kurz. Dieses Spiel bekommen haben, oder vorbestellt haben und das auch bekommen haben und dann gespielt. Und dann haben wir gedacht, pass auf, es war mehr schlecht als recht, das Video für den Test quasi für Diablo Reaper of Souls, das war jetzt nicht Standard Gamechecker mäßig. Aber es hat sich einfach so gepasst und ich dachte, warum eigentlich nicht? So, stell ich mir hier hin, falls du umkippst. Haben wir das gemacht. Und ich habe mir davor gedacht, pass auf, ich mache mal einen Guide über den Kreuzritter. Den habe ich schon fast auf 70 gehabt. War ziemlich fix und dachte, haust du mal einen Guide hoch. Auf Deutsch gab es die noch nicht so. Und ich dachte, na klar, muss man ja als kleiner YouTuber, willst du natürlich auch ein paar andere Leute erreichen, was Gaming angeht. Also dachte ich, kriegst du vielleicht ein paar Klicks. Klicks sind aber voll uninteressant im Endeffekt. Es sehen zwar viele, aber wenn dabei nichts rumkommt, bringt es ja nichts. Ne? Also muss natürlich immer als kleiner YouTuber muss man immer sehen, dass man irgendwie mal ab und zu mal ausschweift und versucht ein bisschen ein paar Leute ranzuholen. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Guide gemacht für den Kreuzritter. Wir haben dann das Testvideo von Reaper of Souls hochgeladen und die News haben wir hochgeladen. War sehr merkwürdig. Auf jeden Fall haben wir es alles gemacht. Meine Freundin kommt gerade rein, also nicht wundern, wenn hier hinterherum ein bisschen was wackelt oder so. Die unterstützt mich da immer voll und ganz. So, auf jeden Fall hat zum Beispiel, das ist sehr merkwürdig, die News zum Beispiel, das fängt an zu tanzen, ich werde verrückt. Die News hat mittlerweile, die haben immer so um die 40, 50, 60, 70 Aufrufe und erfreut sich auch größter Beliebtheit, finde ich. Hat immer so 6, 7 Likes und ich finde es auch total toll. Jetzt hatte das Reaper of Souls Video, hat jetzt, weiß ich nicht, knappe 40 Aufrufe und hat 3 Likes. Ist okay, war auch nicht so toll, ne? Muss man auch mal so stehen lassen. Aber das Kreuzritter Video hat mittlerweile 344 Klicks. Ich glaube 3 Daumen hoch. Und ein Kommentar und das von dem lieben Rocco. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, wenn da wenigstens was drei rumkommen würde. Wenn ihr jetzt gerade was sehen wollt, was ich gerade sehe. Würde ich euch freuen. So, auf jeden Fall ist mir dann eine Sache aufgefallen, wo ich richtig viel gemacht habe. Das war nämlich zum Launch der Xbox One. Da habe ich mir extra Zeit genommen und habe mich hier hingesetzt und habe so getan, als ob ich 3 Jahre warte auf den Launch und auf den nächsten Tag. Und habe mir echt Mühe gegeben. Das war noch mit der alten Kamera. Und das Ding hat bis jetzt einen Daumen runter und keinen Daumen hoch. Leute, das könnt ihr nicht zulassen. Ich verlinke das Video hier nochmal, weil ich fand es echt toll. Wahrscheinlich hat es wie keiner gesehen oder es wollte keiner sehen. Ich fand es auf jeden Fall ganz nett. Ihr könnt es euch ja nochmal anschauen. Vielleicht ist es ja wirklich so scheiße und ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Dann schreibst du mir in den Kommentaren oder schreibst du das Video und sagst, ja nö, das war mir jetzt einfach kein Daumen hoch, dann verstehe ich das auch. Habe ich das denn jetzt eigentlich erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte? Ich glaube ja. So. Ich kicke nochmal auf meinen schlauen Zettel. Das habe ich. So, dann Next-Gen-Sachen. Ich bin momentan ein bisschen... Jetzt pass auf, ich zeige euch das mal, dann seht ihr das auch. Ihr müsst wissen, alles was so an technischen Sachen sind bei mir, ist alles mal schwarz. Ich mag schwarz. Und hier, glaube ich, sieht man das hier? Muss mal kurz weggehen. Der ist schon so leicht... Ja, sieht man es. Der ist schon voll verstaubt. Und warum ist der verstaubt? Weil das Ding nur in der Ecke liegt. Ich meine, ich war einer der Deppen,
der sich das Ding zum Lounge geholt hat. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Aber ich habe nicht erwartet, dass das so schleppend vorwärts geht. Ich meine, es ist ja nicht nur für die Xbox One-Besitzer, es ist ja genauso für die PS4-Besitzer. Die PS4-Besitzer haben jetzt, wie heißt es? Jetzt komme ich nicht drauf. Infamous bekommen. Hat auch gut abgeschnitten. Ich habe mich wenig erkundigt bis jetzt, weil ich habe ja keine PS4. Ich habe mir so ein paar Berichte durchgelesen, okay. Und für die Xbox One ist Titanfall rausgekommen. Ich nenne es mal gerne Titanfall. Und, aber wie gesagt, Titanfall oder Titanfall ist nichts für mich, weil ich spiele keine Ego-Shooter. Und dieses komische, was kam jetzt raus? Zombies, nee, was war das? Planes vs. Zombies, dieses War-Dingskirchen da, dieser Gears of War-Klon. Ich meine, kostet auch nur 40 Euro, aber trotz alledem muss ich mal pinkeln. Alter, schön, muss ich pinkeln, Alter. Ich ziehe das jetzt durch. Es liegt einfach, wie gesagt, momentan einfach doof rum und es ärgert mich ein bisschen. Und wenn ich sie mal anschalte, muss ich x-tausend Updates runterladen, wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe. Das ist echt extremst nervig. Und Killer Instinct habe ich mich jetzt auch noch nicht kaum rangesetzt. Also, wie gesagt, momentan liegt die einfach, steht so schön in der Ecke rum, verstaubt ein bisschen. Ich putze ab und zu mal rüber. Wenn ich etwas an Staubwischen mache, dann sind es meistens meine Konsolen. Da regt sich meine Freundin mal ein bisschen auf. Nerd halt, ne Leute? Absoluter Nerd. So, ich kick mal nochmal drauf, was ich hier habe. Habe ich schon alles erzählt? So lange rede ich noch gar nicht. Für 16 Minuten, was ist hier los? Fällt mir irgendwas ein? Die News habe ich erklärt, dass sie nur Sachen macht? Ich glaube. Ich will es hoffen. Ja, habe ich. Jetzt fällt mir was ein. Mir ist aufgefallen, dass jetzt viele gute YouTuber mittlerweile aufhören. Ich weiß nicht ganz genau, woran es immer genau liegt oder ob sie immer die Wahrheit sagen. Ich meine, bleibt auch jedem selbst überlassen, ob er nun die Wahrheit sagt, warum er nun wirklich aufhört oder nicht. Das hat auch keinen zu interessieren. Entweder sagt man, man macht weiter oder man hört auf. Ich bin... Denk mal, es liegt meistens daran, dass man höhere Erwartungen hat, als es eigentlich wirklich soweit ist. Oder man einfach keine Zeit mehr hat vielleicht. Ich meine, ich habe, wo wir den Kanal damals gegründet haben, auch riesen Erwartungen gehabt. Ich dachte, ey, wir rocken das Ding. Aber wie gesagt, im Endeffekt sind wir alle hier, der jetzt einen neuen Kanal anfängt. Und es ist kein Let's Play-Kanal, weil Let's Play-Kanal, die sind überfüllt. Wie der Rainer Schauder gerne gesagt hat, das Boot ist voll. Das Boot ist voll. Ne? Bitte kein Let's Play-Kanal mehr, dann sieht eh keine Sau mehr. Und auch wenn ihr dann überlegt, euch jetzt einen Let's Play-Kanal zu machen, vergisst es. Vergisst es einfach, davon gibt es wie Sand am Meer. Bis ihr da ein bisschen Fuß fasst, könnt ihr es knicken. Ich meine, Let's Play-Kanal ist ziemlich leicht gemacht. Man setzt sich irgendwo hin, spielt ein Spiel eine Stunde oder vier Stunden, cuttet dann das Ding, tak, 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 und zack, habt ihr 20 Folgen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, findet ihr kaum Anklang. Das merke ich selber bei uns. Wir machen ein bisschen mehr aufwendige Videos und machen halt ein breites Spektrum. Und auch hier ist es ziemlich schwierig, da ein bisschen Fuß zu fassen. Obwohl ich, versteht mich nicht falsch, ich bin mehr als zufrieden mit 147 Abonnenten. Mittlerweile finde ich klasse. Ich finde es auch klasse, dass viele Kommentare kommen mittlerweile. Finde ich super, freut mich. Ja, warum die auch von mir, wie heißt der, Playcast, ist jetzt auch weg. Das ist auch schon länger. Das Schlimme ist, ich hab die abonniert gehabt. Die gehörten ja mit zu Yeti-Win im Endeffekt oder andersrum. Und die haben echt wenig Videos gemacht. Die hatten auch eine eigene Seite und die haben sie öfters gefüllt und haben schöne viele Broadcasten gemacht. Ah, Broadcasten, habe ich Broadcasten schon erzählt? Das mache ich gleich zum Schluss. Ja, von da sind die jetzt weg. Die Yeti-Win ist weg. Also ich habe so ein paar Verdächtige, wo ich auch denke, dass die Beißers einfach sagen, die hören jetzt auf. Finde ich alles ein bisschen schade. Ist halt einfach so. So, jetzt kommen wir ganz schnell noch zu Brotkasten. Ich hoffe, ich habe es nicht schon erzählt. Auf jeden Fall habe ich ja mal erwähnt, dass ich einen Brotkasten... Ich habe noch euch zwei Sachen, die ich erzählen muss. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich erzählt, dass ich einen Broadcast machen möchte. Einen Brotkasten, wie ich es gerne nenne. Es haben sich schon zwei Leute angemeldet. Der Frank LBS oder Marv LBS oder Buttekeks. Wie auch immer. Und dann hat sich der Nerdy Gamer, glaube ich, schon angemeldet. Finde ich toll. Ich habe euch auf jeden Fall drin. Ich werde euch mal anschreiben. Werde euch da meine Liste schicken, über was für Themen wir dann quatschen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich noch eines Boot hole. Weil das Boot ist nämlich noch nicht voll.
Das wäre dann quasi der Sanitäter, ich, der Frank, der Nerdy Gamer, mal gucken, wem ich noch frage, wo ich noch eine Zustimmung kriege. Und dann werden wir das mal auf den Sonntag, werden wir mal diesen Brotkasten aufnehmen. Ja, das werden wir so tun. Genau welcher Zeitraum das dann wirklich passiert, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, ich werde diese Liste fertig machen, werde sie euch zukommen lassen und dann wisst ihr schon mal Bescheid. So, des Weiteren habe ich ein größeres Projekt vor. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, nimmst du nicht böse. Und falls ich es jetzt wiederhole. Der Yeti Win hat ja jetzt aufgehört. Und hatte, darüber gequatscht, dass ja auch dass dieses Stück Gamerleben, wie er damals groß geworden ist damit. Und er wollte ja schon immer, und die ganzen Fans haben ihn da quasi auch in den Ohren gelegen, mach doch mal ein neues Stück Gamerleben, mach mal die Staffel 2, mach mal. Und ihn hat immer so ein bisschen die Inspiration gefehlt, hat er gesagt. Ja, und er kam auch einfach nicht dazu. Und er sagte aber, er hat ein paar Ideen gehabt und er gibt das ist gerne frei und sagt, es muss ja nicht sterben, aber jeder, der gerne möchte, kann ja gerne ein Stück Gamerleben machen. Und ich habe mir überlegt, wenn ich wäre sonst. Oh, mein Zettel fallen lassen. Tada! Ich habe überlegt, ich mache das. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Also, ich habe mir überlegt, ich bin der Uschi und wohne in einer WG. Und ich bin in einem Clan drin und bin auch so der Bro in so in den Sachen, der Pro in der Computerspielbranche und kann so einiges und bin eigentlich unbezwingbar oder ich denke es quasi. Und er sucht einen neuen WG-Besitzer oder Bewohner im Endeffekt, weil der alte einfach abgehauen ist. So, es hat er aber blind zugeschlagen, weil die Kohle knapp war und er konnte nicht 3 Jahre warten, hat er einfach blind dann angenommen. Problem ist nur, dass dieser Typ, den er da angenommen hat, der absolute Obernerd ist und der absolute Oberpro in allem. Der schafft es einfach innerhalb von Sekunden ein Spiel zu lernen und ihn jeglichen Typen fertig zu machen. Und er bleibt dabei auch immer cool und gelassen und nimmt es einfach so hin, wie er ist. Er ist einfach der Geilste. Und Stück für Stück nimmt er auch sein Clan weg und alles von den anderen. Es ist noch nicht ganz ausgeklügelt. Ich muss mir mal ein Skript machen und es kostet echt viel Zeit. Weil ich weiß das. Ich habe früher mal in so einer WOP-Gruppe mitgemacht. Das war früher so ein Freizeitzentrum und da hat man so Filmchen gedreht. Und da haben wir sogar noch mit der Kamera angefangen zu schneiden und immer zum richtigen Zeitpunkt an- und auszumachen. Da hatten wir noch nicht so schöne Schnittprogramme und wir waren eh ein bisschen jünger und hatten eh keinen Plan davon. Muss ich mal überlegen, wie ich das alles hinkriege. Ich will euch jetzt nicht zu viel versprechen und ich werde auch nicht anfangen, den Ivan nachzumachen oder irgendetwas. Das will ich nicht, das möchte ich nicht, das ist Yeti Win seine Sache gewesen. Aber so eine Art, weil er gesagt hat, er gibt das frei, mache ich das jetzt einfach mal. Wann das genau passiert, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, das ist eine Mordsarbeit, muss ich mal schauen, wie ich das denn dann mal so hinkriege. Lust hätte ich dazu. Ich denke, euch kriegt das hin. Bekloppt genug bin ich ja. So, jetzt gucke ich nochmal in meinen Zettel, den ich jetzt sorgfältig klein gemacht habe. So, ich gucke mal nach. Hab ich. Gut, in dem Sinne bin ich jetzt raus. Ich bin fertig und ich muss immer noch voll dringend aufs Klo. In dem Sinne, ich muss pinkeln, ich bin der Uschi. Haut rein.